Herzlich willkommen zum Gemüsefarben-Podcast und damit zu Folge 3 von Clashing Differences. Damit auch Hallo an meinen Co-Moderator Tomate. Hallo Arzi, hallo junges Gemüse. Jawohl, Folge 3, jetzt geht's hoffentlich ab. Jetzt kommt der Höhepunkt. Yay. Jo. Wir hatten gar nicht so Unrecht mit den Baumwollpflückerbildern. Ah, ja, Gott, ja, natürlich. Jetzt irgendwelche Afrika-Geschichten. Kulturelle Aneignung. Koloniale Ah! Kunst! Ach, stimmt, so rum, ja. Geraubte Kunst! Bronzebüsten von Benin. Scheiß Beutekunst, Ja, sowas, der Beutekunst, genau. Sie fühlt sich in ihrer schwarzen Seele so angegriffen. ja. Musik dazu auch. Ja, also so übelst dramatisch, wie im Horrorfilm ein bisschen. Sie spürt de facto die Peitschenhiebe, ja, auf ihren Rücken. Also, jetzt mal ohne Gag, die Musik, die könntest du doch auch bringen in einem Horrorfilm, wo ich denke da jetzt so an Filme, wo man dann irgendwie vom Ted Bundy die Lampenschirme sieht, die aus Menschenhaut gemacht sind oder so, weißt du? So, oh, jetzt kommt wieder ganz abgefuckte Scheiß. Oder Schweigen der Lämmer, wo sie dann zu dem Serienmörder da reingeht. Pause. Ich wusste doch, dass es sich lohnt, hierher zu kommen. Alter. Die Emojis da alle so, wow, wow, wow. Oh, das darfst du Nein. doch nicht sagen, Bro. Hey, du, ich war gerade mit Simon draußen und wir haben irgendwie mal geredet und ich habe gedacht, vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir langsam mal, also, wie sagt man denn, wenn man, vielleicht können wir mal unser Kriegsbeil, Paula? Was filmst du? Mach die scheiß Kamera aus. Wieso? Hast du jetzt Schiss um dein öffentliches Image oder Mach was? die Kamera Ha? aus. Steh doch mal zu deinem Verein. Du wirst doch fürstlich belohnt. Erzähl mir doch nichts. Aber das Manifest, weil ich davon erzählt habe, dachten die, das halt meine Idee Ein Missverständnis. Weißt du, wie schwer das ist, die aufzuklären? Ich versuche hier wirklich mein Bestes. Ja. Ist bestimmt. Knie wie niederweise Frau hier. Gott. Ja. Die Ich regt mich am überlege meisten dir, auf, wie es hier. tatsächlich. Ja, sie ist halt so ein K Sie auf ist die Nerven. Genauso wie wir. das weiße Mauerblümchen irgendwie. Ja. Sie lässt sich halt alles gefallen, ja klar. Aber gut, sie macht ja auch mit. Ich meine, ja, ich bin jetzt Poli und ich nenne mich Paul und Ja. dann arbeitet sie in dieser Stiftung. Sie geht mit dem Trend. Sie geht mit dem, ja, erste Folge, sie geht mit dem Passend. Trend, richtig. Ja. Das kriegst du immer wieder Kopf und Kragen. Ich werde mich auf jeden Fall beschweren. Du glaub mir. Komm, wir schließen jetzt hier einfach ab und gehen wieder Wir raus, schließen ja? einfach ab, damit sie anderen nicht sehen, oder was? Naja. Was? Naja, ich hab's gesehen. Reicht dir das nicht? Komm jetzt bitte einfach Mann, wieder dieser raus. Verein, der verstreut die ganze Zeit Kackhaufen. Und du läufst dann rum und streust schön wieder Die Einstellung. Ja, und ich bin jetzt am Ende wieder bei der Frage, was wir auch letztens diskutiert hatten, was sich eigentlich durch die ganze Serie zieht. Wie ernst ist das zu nehmen, so diese Kritik an dem ganzen Woken-Zeitgeist? Weil gerade jetzt mit dieser Geschichte, mit diesem, ich sag mal, geraubte Kunst, dass das hier so für krass wichtig genommen wird und auch durch die Musik. Ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich den Serienmachern ein Anliegen, dass das schon ein krasses Thema ist, was absolut skandalös ist, weißt du? Ja, aber es ist halt so absurd, denn es gab ja mal diese Mode so Ende der 90er, sich diese afrikanische Kunst zu kaufen. Also das, was man Ja. in dem Zimmer gesehen hat, das war omnipräsent überall. Ost wie West, da wurden sich dann irgendwelche, ja, afrikanischen Masken dahingestellt und das war ganz toll und ganz hip und, ah, ne? Ja, und vor allem in dem Und Moment ist jetzt es ist ja es nicht mal böse. Das ist genau, und lächerlich. ganz im Gegenteil, wenn die Leute das kaufen, dann tun sie ja in dem Sinne sogar Afrika unterstützen. Weißt du, dann ist es ja nicht geraubt und dann ist es ja sogar eine krasse Wertschätzung von der ihrer Kultur, dass man sagt, oh, ich stelle mir da was hin, ich finde das ansprechend. Ja. Ich Und meine, jetzt ist es wie so eine Jagdtrophäe, ne? Dass man da so sich. ja, also Es ist. das ist so, Ah! das ist auch so ein bisschen wie mit, mir fällt das Thema ein, Entschuldigung, Cultural Appropriation, also kulturelle Aneignung auf Deutsch.
Was ich da eher sehe bei diesen ganzen kulturellen Aneignungsgeschichten, ist ja eher eine Verächtlichung machen, eine Verächtlichung machen, sprechen lernen oder sich drüber lustig machen der von anderen Kulturen. Und ich sehe da eher einen Wert schätzen. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, oh cool, ich finde aus deiner Kultur Rasssalocken cool. Ich finde, das ist eine coole Frisur, die will ich jetzt auch haben. Weißt du? Ja. Also ich nehme das überhaupt nicht als negativ wahr, sondern eher als wertschätzend. Also ich verstehe den Gedankengang halt auch absolut nicht. Also wenn ich eine Kultur sozusagen hasse, ja, dann tue ich doch alles dafür, dass die von der Bildfläche verschwindet, dann hänge ich mit denen nicht noch ins Wohnzimmer. Eben. Gibt doch alles keinen Sinn. Aber wie also man es macht, macht man es verkehrt. Ne? Das ist eine Wertschätzung, ja. Oder gerade auch beim Thema Musik. Also ich meine, denk mal an die europäische Musik bis 1800 oder so. Also ich meine, das war ja in erster Linie klassische Musik. Was hat gefehlt? Die Drums. Also der Rhythmus, das Trommeln. Und das kam dann auch verstärkt mit der Jazzmusik, so mit den afrikanischen Einflüssen halt. Dass man aus der afrikanischen Musik das übernommen hat und dann fusioniert hat. Und heute ist es ja aus der Rockmusik nicht mehr wegzudenken. Stimmt, das Trommeln fand nur auf dem Schlachtfeld statt, ja. Eben. Ja. Also sonst war europäische Musik halt immer sehr verkopft, außer Volksmusik oder so. Aber jetzt so die große Musik, Opern und so, ich meine, da hast du kein Schlagzeug oder so in dem Sinne. Du hast halt mal eine Pauke, die mal draufhaut, aber halt nicht diese Beats. Nicht den konstanten, ja. Ja. Okay, wir sind ein bisschen abgeschwiffen, sorry. So muss das. So muss das. Ich meine, ihr seid ja letztlich für uns hier, hoffe ich. Ihr seid doch nicht wegen der Serie hier, oder? Come on. Ich hoffe nicht. Wir machen uns einfach weiter einen gemütlichen Abend. Oder Tag, morgen, wie auch immer, wann ihr das seht. Die Einstellung, das sind 50 Bilder pro Sekunde. Und wenn das alles nicht in Echtzeit ist, dann ist das einfach so viel geiler. Du musst hier mal gucken. Richtig nice. Kennst du Slow-Mo? Ja. Kennst du? Nee. Also gut, hier siehst du, das ist die Einstellung, das sind 50. Hat sie gerade gefragt, kennst du Shlomo? Ja, genau. Kennst du Shlomo? Ja, ist mein Lieblings-YouTuber. Schattenmacher finde ich auch ganz gut. Ja. Der kann auch gut singen, ja. Oh, komm ins Anchorwurst. Ist in Ordnung? Kay feiert Geburtstag. Mit Übernachtungsparty. Ich habe Kay hoch und heilig versprochen, dass ich nicht vorbeikomme, aber Simon, als Teenie wolltest du bestimmt auch nicht, dass deine Mutter dich ständig stalkt. Hast du Kinder? Bitte? Hast du Kinder? Ich? Gerade schnauben, aber ich sage, sie hat keine Kinder. Sie ist die alte weiße Frau, sie hat keine Kinder. Wahrscheinlich bin ich dir ein bisschen voraus, sie hat gerade bei mir ja gesagt. Verdammt! Ja, ich bin wahrscheinlich eine halbe Sekunde vor dir. Mist. Ja. Eins. Ein Kind, ja. Damit unter der durchschnittlichen Quote von 1,3 oder 2 aktuell. Ja, dann, das ist schon wieder realistisch. So Leute, lasst uns weiter am Manifest arbeiten. Also an Floras Manifest. Ja, lass doch mal hören. Wir sind noch nicht mal bis zum ersten Satz gekommen. Ja, es ist ja auch erstmal nur ein Entwurf, ne? Ich würde sagen, ich lese jetzt was vor und dann... Es bringt auch eh alles nichts. Wir sollten doch erstmal unsere verschiedenen Ziele besprechen. Also ich fordere schon seit langem eine Gesetzesänderung, die Frauen und Kinder vor Gewalt schützt. Das sollte daran. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob häusliche Gewalt das Thema ist. Man nennt das nicht immer häusliche Gewalt. Das erweckt den Anschein, als ob es sich um eine Privatsache handelt. Gewalt ist Gewalt. Okay, gut. Also Häuslichkeit ist schon irgendwie Gewalt. Ich meine, sie hat uns Frauen jahrhundertelang als Sklavin gehalten. Die Ehe, Haushalt, Kindererziehung. Oh nein. Wie schlimm. Ehe, ist doch Haushalt, Kindererziehung, das sind ja ganz schlimme Konzepte. Wow. Ist doch viel schöner, sich einen Betrieb ausbeuten zu lassen. Genau. Ja, geh doch arbeiten für einen Lohn, wo es nicht mal mehr mittlerweile reicht, dass eine Person arbeiten geht. Ja. Und damit eine Familie ernährt. Ja, geh doch weiterarbeiten. Ist doch viel, viel erfüllender im Leben. Wenn du am Ende auf deinem Sterbebett liegst und sagst, oh ja, ich war schon immer schön an einem Excel-Dokument beschäftigt, bei mir in einem öffentlichen Dienst. Ja, also Pivot-Tabellen kann ich schon richtig gut anlegen. Ja. Meine Kinder habe ich auch nie gesehen, aber das waren ja nicht so wichtig. Oder Mensch. Kinder hast du am besten gar keine. Ja, so. Also ach, deswegen Katze, ist keiner da am Sterbebett. Ja, meine Katze, die Uschi, die gebe ich dann der Nachbarin und da lasse ich was. Ja. Du Sexismus mit Versklavung? Das meinte ich so nicht. Ach, ist ja auch euer Manifest. Genau. Was uns noch vereint ist, dass wir alle von Unterdrückung betroffen sind. Ich finde, wir sollten solidarisch sein. Darum geht's ja. Weiße Feministinnen denken, sie hätten den Feminismus erfunden und uns alle gerettet. Ihr habt ja das Video von den drei weißen Vereinsfrauen gesehen.
Die wollen uns eine Plattform bieten. Dazu sage ich nur Reparations. Das ist jetzt an der Tagesordnung. Es heißt ja, der Feminismus hätte seinen Ursprung da, als weiße Frauen anfingen für, ich betone, ausschließlich ihr Wahlrecht zu kämpfen. Davor und währenddessen haben weltweit unzählige schwarze Frauen und Frauen of Color für ihre Rechte, gegen die koloniale Besetzung, gegen Sklaverei gekämpft und dafür, dass sie überhaupt als vollwertige Menschen anerkannt werden. Und das ist jetzt halt eine Lüge. Naja. Ja, euer frei. Ja, also jetzt ist natürlich, jetzt geht's ab. Ja, gut. Wie gesagt, jetzt kommt endlich das Feuer. Also diese Rede, die die gerade hält, das ist doch absoluter Schwachsinn. Vor allem, weil die letztlich zwei völlig verschiedene Themen miteinander vermengt. Ja, die haben in Europa gegen für Frauenwahlrecht gekämpft und wir haben gegen koloniale Unterdrückung gekämpft. Das sind doch völlig unterschiedliche Themen. Das eine hat doch nichts mit dem Feminismus zu tun. Also, hä? Also, das ist so die Argumentation, ja, wir waren doppelt unterdrückt. Wir waren nicht nur als Frauen unterdrückt, wir waren auch noch kolonial unterdrückt von den bösen Weißen. Es spricht halt, ganz ehrlich, ich will es jetzt verkürzen, es spricht der verdammte Neid aus ihr. Denn das, was sie aufgezählt hat, ist halt nicht passiert. Also sich gegen die kolonialen Herrscher zur Wehr zu setzen, das fand halt jetzt nicht wirklich statt. Oder sagen wir mal so, es fand jetzt nicht wirklich, sagen wir mal, erfolgreich statt. Ja, also es gibt kein Wakanda. Und genau, in euren schwarzen Stammesgesellschaften, da gibt es auch keinen Feminismus. Da seid ihr halt in der scheiß Hütte und dürft vielleicht mal noch zum Wasserloch gehen und den Krug füllen. Ja, cool. Ja. Also es gibt auch keine Frauenbewegung, ja, abseits von Europa und Amerika. Ist halt blöd gelaufen, aber warum musst du jetzt die Tatsachen so verdrehen? Was soll denn das? Und ich wollte da jetzt einwerfen, du hast ganz recht. Das Ding ist auch, wenn es anders wäre, also wenn das dort besser gelaufen wäre, dann müsste sie ja auch nicht Reparation fordern. Ich meine, Reparation musst du letztlich fordern, wenn es dir finanziell scheiße geht oder wenn du vor allem dich benachteiligt fühlst immer noch. Und das ist halt, also, ja, du hast das Thema Neid angebracht. Ich sehe das, also ja, das sehe ich tatsächlich schon. Auch so, für mich schwingt da auch immer, auch vor allem bei diesem ganzen Reparationsding, was in den USA so groß ist, und ich halte sie ein bisschen für eine Karikatur von der Black Lives Matter Bewegung auch, für mich schwingt da immer so dieses, wie soll, mir ist gerade das Wort entfallen, man fühlt sich ein bisschen zurückgesetzt, also sorry, mir fällt noch das Wort ein. Minderwertig behandelt, ja. Währenddessen. Minderwertig, aber danke. Oh Gott, danke sehr, danke. Mir war es auf der Zunge. Ja, so ein Minderwertigkeitskomplex ein bisschen. Also, ja, irgendwie, ich habe das Gefühl, ich bin, kann weniger, mach weniger, bin weniger erfolgreich als die anderen. Aber das liegt natürlich nicht an mir, sondern an den anderen und deswegen fordere ich jetzt Reparation. Aber vielleicht da noch zwei Sachen zu. Also, zum einen, weil du sagtest, sie ist so eine Karikatur aus den USA. Da kann ich nur sagen, hallo Karikatur, du bist schon längst überholt worden. Also die Wirklichkeit ist schon viel absurder, als du hier versuchst darzustellen mittlerweile. Und das Zweite, was du auch gesagt hattest, wenn es so gewesen wäre, dass es eine bessere, wie soll ich sagen, einen besseren schwarzen Feminismus gegeben hätte, wir wüssten davon. Es würde uns unter die Nase gerieben werden, wie die kongolesischen Frauen sich emanzipiert haben. Ja. Das wüssten wir, das würde hier rauf und runter in Geschichtsunterricht laufen. Wir hätten Fernsehfilme darüber und Fernsehserien noch und nöcher. Also es würde Museen dafür geben bei uns. Ja, also was soll das hier? Koloniale Besetzung, gegen Sklaverei gekämpft und dafür, dass sie überhaupt als vollwertige Menschen anerkannt werden. Währenddessen wurde ihnen die weiße Frau weiterhin als Ideal vorgehalten, von der sie auch noch lernen sollten. Und soll ich euch mal was sagen? Sie tun es doch immer. Sie weigern sich, ihre Privilegien anzuerkennen, die sie gegenüber schwarzen Frauen und Frauen of Color haben. Sagte die Multimillionärin. Als das wird sie ja verkauft. Ne? Sie ist ja irgend so eine, wenn ich es richtig verstanden habe, Modedesign-Schöpferin. Absolut reich, trägt hier Goldschmuck. Ich hasse solche Leute. Ich hasse solche Leute wirklich, egal wie sie aussehen, wo sie herkommen, aber die dann so, ich werde ja immer noch so unterdrückt. Ach, fick dich jetzt. Es tut mir leid. Ja, nee, alles klar. Was mir gerade so durch den Kopf geht, mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also,
Ich finde auch diese Szene gerade filmisch ein bisschen krass, wie sie letztendlich fast zur Kamera spricht, weißt du? Also klar, sie schaut ein bisschen drüber weg, aber guck mal, sie ist so zentriert im Bild. Also ich habe fast das Gefühl, sie spricht mit uns als Zuschauern. Also, ja, ja, definitiv. Das kriegen die anderen gerade nicht mit. Nö, die anderen sitzen noch mit am Tisch noch. Ja, das meine ich. Also das ist so ein geistiger Monolog, den sie zum Zuschauer hält. Das kriegen die anderen aber gerade nicht mit. Also okay. So verstehe ich das hier. Nein, sie sagt das gerade wirklich. Ja, aber das kriegen die anderen nicht mit. Bin ich der festen Überzeugung. Das werden wir noch sehen. Okay, gut, wahrscheinlich, vielleicht habe ich geschlafen, tut mir leid. Worauf ich nur hinaus wollte, also ich war ja bei den ersten beiden Folgen die ganze Zeit so, naja, das ist Satire. Man kann die dadurch schwer angreifen, weil vielleicht ist das ein Punkt, was eher nach rechts geht. Also unsere Seite befriedigen soll. Aber jetzt hier habe ich das Gefühl, jetzt tendiert es vielleicht doch wieder Richtung links, dass man letztendlich irgendwie doch die Leute erziehen will vor dem Fernsehschirm. Dass man sagt, ja, das sind die Probleme, über die müsst ihr Bescheid wissen. Mhm. Just for the record. Man kann Unterdrückte und Unterdrückerin gleichzeitig sein. Oh, der neueste Trend ist es ja, sich für Gleichheit auszusprechen. Womit sie unsere Rassismuserfahrung als schwarze Frauen ausklammern. Ich sehe keine Farben. Wir sind alle gleich. Shut the fuck up. Wir sind nicht gleich, wir haben nicht dieselben Rechte, hatten wir noch nie. Okay, also... Sie redet mit der. Ja, sie hat mit der geredet, also... Ach so, hast du? Sie antwortet ja jetzt. Ne, sie antwortet doch gerade jetzt. Also, ich also bin der Film zurück, okay, ja, ja. Ach so, okay. Okay, also... also, sie sagt gerade, okay, es gibt Rassismus. Okay, schön, schön. Ja. Wir lassen es mal so stehen. Fuck. Ab. Wir sind nicht gleich. Wir haben nicht dieselben Rechte. Hatten wir noch nie. Wir sind nicht gleich. Ihr seid einfach nur weiß. Aber dann sollten wir auf jeden Fall vom intersektionalen Feminismus sprechen, ja? Also, der wirklich alle mitdenkt. Nee, die hat ihr doch jetzt nicht geantwortet. Also, das war jetzt ein innerer Monolog von der Tante. Quatsch, wie kommst du denn darauf? Sorry, also, wir müssen mal nochmal vorgehen. Wie kommst du denn darauf, dass das ein innerer Monolog wäre? Da wäre das doch irgendwie verschwommen, das Bild. Wir sollten solidarisch sein. Darum geht's ja. Weiße solidarisch sein. Darum geht's ja. Weiße. Ah, okay. Du bist jetzt hier wegen diesem Effekt da, ne? Hast du das gerade gesehen? Nee, einfach weil sie die ganze Zeit so gegen die vierte Wand redet. Und weil die andere Schwarze dann halt gar nicht drauf eingeht, sondern auf irgendwas anderes aus diesem Manifest da. Also für mich war das jetzt so eine gedankliche Zwischensequenz. Ja. Okay, aber ganz ehrlich, ist ja auch nicht wichtig. Ist auch nicht so wichtig. Das ist vielleicht, ich muss ehrlich sagen, das ist vielleicht dann auch einfach ein Nachteil der Serie, also wenn das nicht so deutlich gemacht wird. Liebe Zuschauer, schreibt uns mal ein bisschen unten, wie ihr das denkt. Entweder, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass einer von uns doof ist, aber klar, ist es Kunst, man kann es wahrscheinlich letztlich unterschiedlich interpretieren. Ich hätte gedacht, sie spricht mit der und wird jetzt einfach nur übergangen, aber. Ach du, ja. Wenn ich das verpeile, ist auch okay. Hab ja, ich halt mal missgebaut. Nee, passt schon. Alles gut. Ich habe ja hier auch mehr als einmal schon Scheiße erzählt. Gleich, wir haben nicht dieselben Rechte. Hatten wir noch nie. Aber dann sollten wir auf jeden Fall vom intersektionalen Feminismus sprechen, ja? Also der wirklich alle mitdenkt. Ach stimmt. Mein Gott, Leute, lass es doch alle mal unterschiedlich sein. Ist doch völlig okay. Ja, aber dann kreieren wir halt kein solidarisches Miteinander. Also dafür müssen wir uns schon mit den ganzen unterschiedlichen Diskriminierungsformen auseinandersetzen. Ich kann mit dieser ganzen Opferkultur gar nichts anfangen. Ich meine, vor kurzem war ich einfach nur Anwältin. Und jetzt soll ich mich mit meinem sogenannten Migrationshintergrund auseinandersetzen und von meiner Rassismuserfahrung sprechen. Achso, und divers werde ich auch noch genannt. Was heißt denn das divers? Ich bin einfach nur ich. Und alle, die wir hier sitzen, sind total privilegiert. Wir sollten dafür dankbar sein und nicht noch schlimmer machen, als es ist. Ich liebe Simon. Wirklich. Fuck. Arti, du hast 1000% recht. Okay. Ich gebe dir den Punkt, das ist ein Innermonolog, weil jetzt... redet jetzt sie geht's auch zur weiter. Kamera und kommt dieser Effekt. Ja, ich habe Scheiß erzählt, sorry Leute. Sorry Leute, Schande über mich. So, aber jetzt sind die auch wieder auf dieser Satire-Schiene unterwegs, ne? Dass sie diese Widersprüche des modernen Feminismus, wenn man es so nennen möchte, oder Wokismus, so breit tritt halt dieses. Ja, wir sind alle individuell, aber wir sind alle auch irgendwie Opfer und. Ja, darum, gut, und die Serie heißt auch Clashing Differences, also. Sie sind sich halt selber nicht mal eins. Gut, Vielfalt ist unsere Stärke. Ne? Das zeigt letztlich das Problem an dieser Formel. Vielfalt sorgt nun mal automatisch für Streitigkeiten. Ich meine, ist ja völlig logisch. Ich meine, du kennst es aus jedem Kegelverein oder aus jeder Schülergruppe. Je unterschiedlicher sich die Leute sind, desto eher entstehen Streitigkeiten. Ist doch ganz logisch.
Also, wenn sich fünf Leute treffen und das sind die größten Skat-Fans und die mögen alle denselben Fußballverein und dasselbe Computerspiel und was weiß ich, da wird es wenig Differenzen geben. Und wenn ja alle von sonst woher sind, verschiedene Kulturen haben, dann führt das natürlich zu clashenden Differences. Deswegen hasse ich ja dieses Motto mit Vielfalt ist unsere Stärke, weil das eben so absurd ist. Ja, es ist einfach nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Ja. Eine gewisse Vielfalt ist immer gut, ne? Damit du halt Probleme von verschiedenen Winkeln beleuchten kannst. Aber wenn dann jeder meint, er hätte was zu sagen, dann kommst du halt, wie hier bei diesem Manifest, von A nach B in überhaupt nicht. Passiert genau, dann halt nicht. Kommst du gar nicht mehr voran. Das ist ja auch so das Problem, was ich bei unserer Politik sehe. Also die letzten Jahre, es wird halt nichts mehr groß geschaffen. Also wenn man sich... Ich mache jetzt hier nichts. Das ist ja ein Kulturpodcast. Ja. Hast recht, ja eben, weil, ja, wir sind ein Kulturpodcast, wir machen hier keine Tagespolitik. Guckt euch die anderen Kreatoren aus unserer Bubble an. Ja. Ja. Ich denke immer so, jetzt kann ich Play drücken und dann sagst du noch was. Sorry. So, jetzt aber. Okay, Play. Und alle, die wir hier sitzen, sind total privilegiert. Wir sollten dafür dankbar sein und nicht noch schlimmer machen, als es ist. Ich liebe Simon. Wirklich. Aber das ist kompletter Schwachsinn, den sie da gerade redet. Ja, klar, heute sitzen wir alle an einem Tisch, aber wir sind doch nicht gleich privilegiert. Hier, Mittelschichtskind, Einfamilienhaus, Garten, Hund, Arbeiterkind. Ihr Konto ist voll. Und ich muss am Ende des Monats gucken, wo ich bleibe. Und dann reden alle immer von Dankbarkeit. Das haben mir meine Eltern schon eingebläut, als ich ganz klein war. Es macht mich einfach kirre zu sehen, wie sie diese deutsche Erwartungshaltung an uns AusländerInnen komplett verinnerlicht haben. Wofür sollen wir bitte dankbar sein? Dafür, dass wir ein Land verlassen mussten, dessen Armut und Korruption komplett zurückzuführen ist auf den westlichen Wohlstand? Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir hier mit Freude empfangen wurden. Meine Eltern, die haben 3 Jobs gearbeitet. Meine Mutter ist hochschwanger putzen gegangen. Die haben einfach diesen ganzen Rassismus, den sie hier erlebt haben, runtergeschluckt. Einfach akzeptiert. Wir zahlen schön Steuern in die deutsche Staatskasse ein, während irgendwelche Großkonzerne schön drumherum kommen. Ich wollte ja noch den Monolog. Ich wollte ja, ich auch. Ich will gerade so viel sagen. So. Ich koche gerade innerlich. Ich koche. Sie ist doch Türkin, oder? Wenn ich das raten müsste. Ja. Also sie fährt doch die Gastarbeiterschiene da. Ja, letztlich ist es hier so diese Mehr des Gastarbeiters. Wir haben ja Deutschland mit aufgebaut und wir wurden so rassistisch behandelt. Scheiß. Also zumindest bei den Türken. Man muss sich mal das vergegenwärtigen, als Deutschland in den 60ern die Gastarbeiter angeworben hat. Da war es aufgebaut. Deutschland schon weltweit. Ja, da war es schon aufgeweiht. Da war Deutschland schon weltweit wieder auf Platz 2 der führenden Wirtschaftsnation. Platz 2! Also, was willst du da noch aufbauen? Wir haben einfach dann mehr Arbeiter gebraucht, weil es halt hier so viele gute Firmen gab, die halt wirklich Arbeiter gebraucht haben, klar. Aber die haben da nichts aufgebaut in dem Sinne. Das ist erstmal eine Mehr. Ich hasse auch dieses Narrativ, wir haben Arbeiter gebraucht. Das ist halt auch für den Arsch. Dann sage ich auch so einem großen Unternehmen, dann geh halt ins Ausland produzieren. Ja. Wenn hier der Arbeitsmarkt ausgeschöpft ist, dann geht doch woanders hin. Wir müssen doch die Leute nicht herbringen, die das Land destabilisieren. Was soll die Scheiße? Und die Löhne drücken und was weiß ich nicht. Also diese ganzen schlechten Sekundäreffekte dann, nur damit du deinen fetten Arsch nicht, also der Fabrikbesitzer, in Bewegung setzen muss, irgendwo im Dritte Weltland so ein Werk aufzumachen. Wo es vielleicht doch gefährlicher ist, weil irgendwelche Rebellengruppen oder so dir das Leben zur Hölle machen. Ja. Naja, oder dass man mal so mehr Richtung Jahrhundertwende denkt, als die Unternehmer ganz entscheidend die Lebensbedingungen ihrer Arbeit verbessert haben. Also ich denke da, was sehe ich jetzt damals, Siemens oder so, die dann irgendwie eigene so Arbeiter, kleine Dörfer oder so haben bauen lassen. Weißt du, wo die Arbeitersiedlung, ja. Sowas, also all solche Projekte. Also, dass du halt sagst als Unternehmer, das ist halt das Problem mit dem Globalismus. Also, damals hattest du halt dein Land und dann hattest du das verbessert, weil du gesagt hast, ja, hier ist das Arbeiterpotenzial. Hier muss ich das ausschöpfen, da muss ich dafür sorgen, dass das maximiert wird. Also tue ich Deutschland verbessern. Jetzt geht das halt nach Hinz und Kunz oder du holst die Leute von sonst woher. Also, Ich unterstelle ja auch immer, dass die damaligen Fabrikbesitzer, also jetzt auf Deutschland bezogen, also kann man auch auf Frankreich oder England spiegeln, so einen gewissen Nationalstolz hatten, dass sie gesagt haben, na, ich bin halt ein deutsches Unternehmen und ich produziere halt in Deutschland. Ich gehe nicht irgendwo nach Argentinien oder sowas und mache dort ein Werk. Auf jeden Fall. Ne? Also die Leute waren damals noch nicht solche, der Alexander Gauland hat mal gesagt, die Anywheres, also die Leute, die halt überall leben können. Der Marginal Man hieß es mal in der Soziologie. Also
das ist halt so ein Weltbürger letztlich. Dem ist es egal, wo er wohnt. Der hat so viel Geld. Der kann überall wohnen. USA, Großbritannien, Deutschland, Malediven, was weiß ich. Oh Mist, wir haben, überall heimisch. Wir haben Globalist gesagt. ich wollte nochmal, ja, weil es mir jetzt gerade noch einfällt, noch ein anderer Punkt, den ich ja kritisieren wollte an diesem unsinnigen Monolog, war jetzt das Thema Steuern. Ja, wir haben brav Steuern gezahlt. Nein, also klar, ihr habt Steuern gezahlt, aber siehe MENAP-Statistik bitte hier einblenden. letztlich hat die Einwanderung uns mehr Geld gekostet, als sie gebracht hat. Es ist eine absolute Mehr, dass uns das finanziell vorangebracht hätte. Das ist einfach Unsinn. Ich meine, ja, ja. Siehe die Arbeitslosenquoten einfach. Ich habe das schon mal dir im privaten Rahmen erzählt. Ich kenne da die Statistik, also der Heinz Buschkowski hieß er, glaube ich. Das war der Oberbürgermeister aus Berlin, Köln, von, von Neukölln, richtig. Genau, ja. Der hatte da mal in einer Talkshow eine Statistik von 2006 zitiert, wonach von den deutschen Kindern jetzt, was weiß ich, damals, ich glaube 45% aufs Gymnasium ging, schon damals viel zu viel. Und von den türkischen 2006, wo man wirklich sagen muss, das waren dann schon 3 Generationen, immer noch nur 16%. Also auch da, und das geht in viele Bereiche über, auch an Universitäten. Generell steuerliche Zahlungen, die geleistet werden. Also die sind da weit hinten dran. Ja. Ja, also ich denke, die Türken sind an sich noch ein Sonderfall. Also die erste Generation hat wohl wirklich viel geackert, ne? Und hat das Geld halt dann auch in die Türkei geschafft, um sich dort ein Haus zu bauen. Das war ja so der Deal, ne? Mit den Gastarbeitern. Ja. Und danach die Generation, wie soll ich sagen? Also da war halt Deutschland, das war so ein Wirtschaftsland, aber ansonsten identitätsmäßig, was war denn Westdeutschland? Das war halt Wirtschaft, nicht mehr. Da ist halt nichts zu kommen, man hat sich nicht eingebürgert. Also als Türke, worin soll ich mich denn integrieren? Da war ja nichts außer geh arbeiten und halte dich an die Gesetze. Da war ja kein übergeordnetes Ziel. Ja, das ist das grundlegende Problem, wieder die Kultur. Uns fehlt halt diese nationale Kultur. Also man muss es ja nicht übertreiben. Ich sehe schon, die Linken kochen jetzt wieder. Ja, oh Gott, die fordern hier irgendwie Deutschland über alles oder so. Nee, aber einfach so einen gesunden Patriotismus gehört doch einfach dazu. Also dass man seine eigene Fahne sieht, nicht nur bei einem Fußballspiel und sagt, geil, finde ich gut. Also ja, so ein bisschen USA-mäßig. Dass das nicht, also ich würde jetzt nicht unbedingt in diesem, das ist geil, sondern einfach, dass es, wie soll ich sagen, nicht wie so ein Fremdkörper wirkt. Ja, das weißt ist du, wenn jetzt, Land. Wenn jetzt keine Fußball-WM ist und da hängt draußen eine deutsche Fahne, dann guckt man so, was ist das jetzt? Ne? Ja, aber man muss halt sagen können, dieser Gedankengang ist halt falsch. Genau, man muss halt sagen können, diese Farben, die stehen für mich. Und da gibt es viele, wir schweifen jetzt wirklich, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man das machen könnte. Also, ich sag, das fängt in der Schule an. Also, es muss, schon beim Geschichtsunterricht, es muss einfach weniger von dieser Schuldkulterzählung gehen und sich mehr auf die positiven Dinge unserer Nation beziehen. Also, was weiß ich, gerade so 1848, Revolution, solche Geschichten. Also, Hauskirche, Hambacher Fest, also, das sind die positiven Erzählungen, die man bringen müsste. Ja. Ich fand so in der Rückschau auch prinzipiell den Geschichtsunterricht so äußerst merkwürdig. Also man ist ja Hitler. So, ja, letztendlich schon, man ist so durch die Menschheitsgeschichte so durchgejoggt, so Ägypten hier mal so 2 Unterrichtseinheiten, zack, so ja. Romanviertel, ja, und dann dunkles Mittelalter und jetzt Hitler. Achso, Napoleon habe ich noch vergessen. Genau. Ja. Und das wurde immer wiederholt dann in den höheren Klassenstufen, bloß dass man das Ägypten und so hat man weggelassen. Da war dann immer nur gefühlt Napoleon, Hitler. Also, ja, genau. Das war irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Ja. Wir machen mal mit der Serie weiter, oder? Achso, na halt, stopp. ja, okay. Das war genau so ein Ding. Du sagst nichts, ich mach hier Play. Ja, okay. Ja. Ich wollte bloß noch mal kurz abkürzen über dieses Jahr. Der Kapitalismus hat unser Land ausgebeutet und deswegen mussten wir hier arbeiten. Wir reden über die Türkei in den 40er, 50er Jahren. Ne? Also das hat jetzt noch nichts mit
kapitalistischer Ausbeutung zu tun. Das ist absoluter Schwachsinn an der Stelle. Das ist der Monolog, der triggert mich hart. Hier kommt so viel Unsinn zusammen. Das Problem ist halt, die glauben das und wie gesagt, ich sehe jetzt gerade durch dieses Stilmittel von diesem inneren Monolog schon eher so, dass sie die Leute erziehen wollen. Also für mich fehlt da jetzt am Ende diese satirische Überspitzung, weil das halt so unhinterfragt, also da kommt keine Gegenrede, weißt du? Die seien das hier ab und ja, stimmt, dadurch wird ja gar keine Gegenrede zugelassen. Die Gegenrede müssen wir halt jetzt mit so einem Format hier bringen. Also, aber wenn ihr diese ZDF-Serie schaut als Normie, dann werdet ihr jetzt letztlich erzogen. Das ist die Erziehungseinheit, die jetzt kommt. Ich bin gespannt auf den inneren Monolog von Paul-Paula. Okay. Oh, darf ich weiter jetzt machen? Ja. Die Jobs, die Deutschen nicht machen wollten, haben unsere Eltern übernommen. Also wer hat hier wem zu danken? Ja, okay. Wenn das hier ein intersektionales Manifest werden soll, dann fehlen uns noch ordentlich Stimmen. Wo sind denn die ganzen Transpersonen oder die mit Behinderung? Ich habe mit der Gästenliste nichts zu tun. Ich hab's dir aber gesagt, Paula. Ja, sorry. Also wenn ihr das Ding jetzt für die Diversity-Quote benutzen wollt, das wäre schon krass armselig. Nee, so dreist sind die ja nicht. Hm. Meint ihr, da kommt jetzt ein Shitstorm? Ja, der ist eh vorprogrammiert. Scheiße, das muss ich mit Martha telefonieren. Ich hol kurz meine Token-Telefonliste raus, vielleicht hat ja jemand Langeweile. Okay, zurück zum Manifest. Darf ich euch einen Vorschlag machen? Bitte nicht. Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte versucht. Muss mal was loswerden. Ich will gar nicht, dass das jetzt so ein Riesending wird. Ich wollte einfach nur sagen, ich bin in einem der exotischsten Länder geboren, die es überhaupt gibt. In der DDR. Ja, ist ja ein Land, das es de facto nicht mehr gibt. Und ich bin also staatenlos, wenn man so will. Ich bin ein Mensch mit ostdeutschem Migrationshintergrund. Und das war jetzt hier überhaupt nicht so ein Raum einnehmen. Ich wollte es einfach nur mal sagen. Boah. Ich bin im Jahr des Mauerfalls geboren. Ich habe also nichts mitbekommen. Und dann ja irgendwie schon durch Schule und Eltern, Freundinnen, bin ja zusammen mit Flora aufgewachsen. Und in mir gibt es irgendwie diese diffuse Sehnsucht nach diesem Ort, den es nicht mehr gibt und der wahrscheinlich so auch nie existiert hat, so wie ich mir den vorstelle. Alter. Und gleichzeitig gibt es auch diese negative Fremdbeschreibung, die man sich so... Ja, ich will schon wieder so viel sagen. Die man sich so in mühsamer, jahrelanger Arbeit umgewandelt hat in so eine positive Selbstzuschreibung als Ostdeutsch. Ist auch wurscht. Die Frage, die sich mir stellt, ist einfach, gehöre ich zu einer marginalisierten Gruppe? Und hat es hier überhaupt Raum? Ist ja irgendwie der falsche Kontext. Worüber redet er eben auch nicht drüber? Nur 1,7% der Spitzenpositionen in Deutschland werden von Ostdeutschen besetzt. Just saying, ne? Obwohl wir 16 Jahre lang Kanzlerin waren. Egal, es gehört ja nicht her. Sorry, aber danke fürs Zuhören. Oh, machst du mal. Also wir sind ja beides Ossis. Ich fühle mich jetzt von diesem Monolog zum Beispiel eher ich fühle mich hier eher verarscht. Durch den Schmutz gezogen. Ich fühle mich jetzt hier nicht ganz ernst genommen. Zum Beispiel gerade jetzt am Ende, was sie brachte hier mit dem 1,7%, ja klar, ist richtig, aber so wie sie es vorgetragen hat und diese ganze weinerliche Art und dann auch, ich weiß nicht, das hatte auch sowas, also schon wie das losging, ich gehöre zu einer marginalisierten Gruppe, ich bin staatenlos. Also da kommt diese Erzählung, dass wir Ostdeutsche uns als nicht deutsch empfinden würden, wisse, dass wir uns nicht integriert hätten in Deutschland. Und da, ganz ehrlich, das Gegenteil ist der Fall. Also wir sehen uns als so krass deutsch, dass wir hier aufgestanden sind gegen und also ich habe lustigerweise erst gestern wieder mit meinen Eltern darüber gesprochen, die da auch damals die erst Zeit erlebt haben und so. Die Leute hatten echt Angst, dass die Panzer kommen, weil gleichzeitig in China war ja hier in diesem Tiananmen-Platz oder so. Platz genau, des chinesischen Friedens, ja. Genau, wo die Leute überrollt wurden und so. Mein Vater hat mir das erst gestern wieder gesagt, dass die Leute hatten Angst, dass die Russen sich da vielleicht was abgucken, dass sie sagen, wir geben da mal einen Befehl aus, lass da mal losmachen, so wie damals 17. Juni 1953. Ich wollte gerade sagen, es ist ja schon mal passiert, also es ist ja jetzt eben, nicht so. Eben. Ne? Also ich fühle mich an der Stelle tatsächlich hier ein bisschen verarscht, also wenig gewürdigt. Es erinnert mich an so einen Zeitartikel, wo es halt auch darum ging, dass die People of Color und wie sie alle heißen, halt noch eine neue Verbündetengruppe haben und das sind eben die Ostdeutschen. Und das war genau dieser Monolog gerade. Ja, ich gehöre ja auch zu den, marginalisierten Gruppen hier und da bin ich ja doch eine von euch. Also. Habt doch nicht so wenig Selbstwertgefühl, Mädel. Unfassbar.
Ja, und wie gesagt, ich habe eher das Gefühl, das zieht hier die Ossis durch den Kakao. Und wenn ich, ja, und da ist jetzt für mich irgendwie der Unterschied, weil vergleich das mal mit den zwei anderen Dialogen, die wir gehört haben. Also zum Beispiel gerade der davor von der Krawallnudel, der so sehr kämpferisch war. Ja, die waren beide sehr kämpferisch. Die waren beide, ja, genau. Und sie war sehr, sehr, und sehr weiblich schlussendlich. Genau, kämpferisch artikuliert. Und das war so, das war jetzt hier wirklich so der Gag. Also, und da ist, da sind wir wieder am Ende des Tages dabei, bei diesem Thema Auslinken. Klar, die Serie ist vermeintlich irgendwo eine Satire auf diese linken Geschichten, auf den linken Woken Zeitgeist, aber letztlich landen sie ja dann doch nur wieder beim Thema links. Und es ist wieder Teil und Tasche, ne? Also du zerlegst die Deutsche jetzt wieder in Ost- und Westdeutsche. Richtig. Sehr schön. Ja. Machen wir weiter? Ich war eine der ersten Mitstreiterinnen bei der Emma. Also wenn es etwas gibt, was ich wirklich kann, dann ist es Schreiben. Du und Alice Schwarze also, ja? Ja, das ergibt irgendwie Sinn. Alice und ich, wir haben heute kaum noch Kontakt. Ich setze mich ja schon seit Jahrzehnten für die Kinder- und Frauenrechte auf dem afrikanischen Kontinent ein. Und warum ausgerechnet Afrika? Ja, also der Auslöser war die erste Emma-Auflage. Das war 77. Da ging es nämlich gleich um das Tabuthema Beschneidung, also Genitalverstümmelung. Und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und dann bin ich sogar vor einigen Jahren nach Eritrea gereist. Ich war wirklich tief beeindruckt von den afrikanischen Frauen. Also trotz ihrer traumatischen Erlebnisse, die sie machen, da schließen sie ja wirklich echte Bündnisse. Die unterstützen einander. Du rettest also afrikanische Frauen? Ja! Nein, ich lerne von ihnen und ich setze natürlich meine Privilegien ein, um ihnen zu helfen. Bravo. Nee, Ladies, für diese Extraarbeit werde ich hier nicht genug bezahlt von diesem Vereinsdingsbums. Ich bin dafür, jede von uns sagt morgen, was sie will. Super. Nein. Also wir haben ja noch nicht mal, also ich habe noch nicht mal alles vorgelesen. Ich muss hier mal kurz einhaken. Also das zielt jetzt natürlich auf diesen sogenannten White Savior, auf dieses White Savior-Narrativ ab. Also der weiße Ritter. Weißen, ja. Genau, der weiße Ritter, die Weißen müssen irgendwie die Schwarzen retten. Das schmeckt ja gar nicht. Aber also ich finde das jetzt irgendwie nicht verwerflich. Ich meine, wenn du Leid siehst woanders, das ist doch immer die linke Losung eigentlich. Wenn wir Leid sehen, dann müssen wir dort helfen. Und da ist doch das Beste, anstatt dass du jetzt sagst, ja, wir tun jetzt alle afrikanischen Frauen zu uns kommen lassen, anstatt dass sie beschnitten werden. Nein, dass du dort vor Ort da auf die Probleme aufmerksam machst und versuchst, da was zu ändern. Also hat das auch absolut nicht schlimm, was sie gesagt hat? Also ganz im Gegenteil. Ist doch völlig okay, wenn sie da auf eigene Kosten ihr Engagement auslebt. Wo ist das Problem? Ihr kriegt es ja anscheinend allein nicht auf die Kette, oder? Sonst wäre das doch schon vor 1000 Jahren beiseite gelegt gewesen. Und genau das stört gerade nämlich diese. Und genau das stört nämlich gerade diese dicke schwarze Frau. Das ist am Ende wieder dieses Minderwertigkeitsding. Von wegen, wir brauchen doch gar keine Weißen, die uns da retten. Das können wir doch selber. Naja, aber vielleicht halt nicht, weil. Es ist doch heute immer noch gang und gäbe, Beschneidung. Ich denke da an, wie hieß sie, Hirsan Ali, Ayali oder so. Ich habe wahrscheinlich ihren Namen gerade wirklich völlig zerstört. Das war doch die, die jetzt auch immer vorm Islam zum Beispiel warnt, der Name sagt mir was. Ayan Hirsi Ali, so heißt sie, Entschuldigung. Die wurde, glaube ich, tatsächlich auch beschnitten und so und hat dann. Das ist dann von dort weg, in die Niederlande erstmal emigriert, hat dort Asyl beantragt und so. Also, worauf ich hinaus will, das ist heute noch dort Praxis. Ja. Das ist gilt zu bekämpfen. Also, ich verstehe da nicht, warum man der Frau jetzt einen Strick draus dreht. Also, ich fand das wirklich menschlich, mitmenschlich. Also, es ist doch wichtig. Wie gesagt, wenn du Leid siehst, dann willst du es bekämpfen. Das und ist auch eine super Sache. Auch der Angriffspunkt mit, du nutzt ja deine weißen Privilegien. Ja, ach nee, wenn ich kein Geld hätte dann und jeden Tag den Kit aus dem Fenster essen könnte oder würde, müsste, dann, na klar, kann ich euch nicht helfen. Aber wenn ich jetzt Geld überhaupt, na klar, kann ich dann im Rahmen meiner Möglichkeiten euch helfen. Wo ist das jetzt ein scheiß Privileg? Ich verstehe auch gar nicht, warum der Frau jetzt schon wieder ein Strick gedreht wird. Auf der einen Seite heißt es, ihr beutet uns aus und denkt gar nicht an uns, aber wenn man dann an die denkt, ist auch wieder scheiße. Ja, sie ist halt weiß und damit ist egal, was sie macht, falsch anscheinend. Das ist das ist richtig Arti, toxisch eigentlich. Ja, Arti, ich muss nur kurz sagen, die Folge gefällt mir, hier ist richtig Saft. leider, ja. Ich mach mal weiter.
Ich habe genug gehört. Hast du ein Problem? Du hast was im Haar. Was? Wo? Hier. Darf ich dein Haar anfassen? Das stimmt. Ja, genau. Ich darf dir nicht in die Haare fassen. Oh, das ist eine Perücke, oder? Ach so. Oder? Ich glaube fast. Das wäre lustig, ja. Ja, wird wahrscheinlich. Das tragen ja einige schwarze Frauen. Zumindest in den USA. Hm. Ja. Finde ich jetzt irgendwie nicht so wild. Mein Gott, aus. Viele von uns kennen es. Wir sitzen in einer Gruppe und unser Körper ist in ständiger Alarmbereitschaft. Wir wissen, irgendetwas wird kommen. Als würden wir den Tiger spüren, der dort im Gebüsch lauert und nur darauf warten, dass er herausspringt und uns angreift. Jeder ist ein potenzieller Tiger. Diskriminierung ist eine Bedrohung unserer Existenz. Die kann uns verletzen, kann uns töten. Spüren wir eine solche Bedrohung, dann schüttet die Leber die gesamten Zuckervorräte aus. Warte mal, sorry, ich kann mich gerade gar nicht auf das konzentrieren, was die sagen, weil wie die alle so still dastehen, das erinnert mich an die nackte Kanone. Kennst du das noch? Oh Gott, ist lange her. Wenn die nackte Kanone geendet hat, da gab es immer so eine Szene, da haben die dann irgendwie so gelacht und dann lief der Abspann durch und alle haben so im Lachen so aufgehört, sich zu bewegen. Und dann sind da aber immer noch so nebenbei Sachen passiert oder die haben kurz geblinzelt oder sich was weggewischt und so. Also, ja, macht sie was aus? Darf ich nochmal zurückmachen? Mich hat das wirklich, ich konnte mich gar nicht drauf konzentrieren, weil zum Beispiel die rechts, wie die da stehen. Also, sorry, okay, wir geben uns das nochmal in Gänze. Viele von uns kennen es. Wir sitzen in einer Gruppe und unser Körper ist in ständiger Alarmbereitschaft. Wir wissen, irgendetwas wird kommen. Als würden wir den Tiger spüren, der dort im Gebüsch lauert und nur darauf warten, dass er herausspringt und uns angreift. Jeder ist ein potenzieller Tiger. Diskriminierung ist eine Bedrohung unserer Existenz. Die kann uns verletzen, die kann uns töten. Spüren wir eine solche Bedrohung? Aber es geht nicht noch eine Nummer größer, oder? Ja. Diskriminierung kann uns töten. Eine potenzielle Bedrohung. Und auch da, das wirkt doch sowas von preachy, also so predigend. Also, wie gesagt, ohne Widerspruch. Das ist keine Diskussion hier. Das kommt einfach. Das ist die Erziehungseinheit für euch. Ja. Für 18,36 Euro. Auch schon dieser Einstieg. Wer kennt es nicht? Man sitzt in einer Gruppe und hat ständig diese Bedrohungsangst. Also, sorry, wenn ich mit Freunden rumsitze, habe ich das nicht. Also, du machst irgendwas falsch in deinem Leben, Mädel. Wir sind ja privilegierte weiße Männer. Ach so, wir haben uns ja die Erde untertan gemacht. Okay. Richtig. Dann schüttet die Leber die gesamten Zuckervorräte aus. Und die großen Muskelgruppen erhöhen den Tonus. Da wird enorm viel Energie freigesetzt. Im Körper wird Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Ja, der Herzschlag erhöht sich und die kleinen Blutgefäße verschließen sich, damit wir bei einer Verletzung nicht so stark bluten. Die Pupillen weiten sich und wir bekommen einen Tunnelblick. Und es gibt drei Möglichkeiten, um auf diese Bedrohung zu reagieren. Angriff, Flucht oder Freeze. Was glaubt ihr, wird in unserer Gesellschaft toleriert? Ja, wir lernen es, die Anspannung zu verbergen, die Wut runterzuschlucken und in das für die anderen angenehme Freeze zu gehen. Bei einer Antilope ist es zum Beispiel so, wenn die von einem Tiger angreift. So, ich muss hier nochmal einhaken, weil wir jetzt beim Thema Gesellschaft waren. Das ist doch jetzt zum Beispiel blanker Unsinn. Wir wären beim Freeze, ganz im Gegenteil. Es wird doch ständig von der linken Seite angegriffen. So weit, dass ihr sogar solche Serien von unserem Steuergeld drehen könnt und damit uns Deutschen sagen könnt, in welche Richtung sich die Gesellschaft so entwickelt hat. Das ist doch ein klarer Angriff auf die Kultur letztlich, um sie in ihrem Willen nachzuformen. Ich sehe das in gewisser Weise anders. Also dieses der Angriffspunkt ist in unserer Gesellschaft verpönt. Also wenn dich jetzt jemand beleidigt oder so bloßstellt, wie mit dieser Perücke hier, um das mal als Aufhänger zu nehmen, wenn du dem jetzt eine Backpfeife gibst, das ist verpönt. Ja, also das macht man nicht. Da wirkt man schwach heutzutage. Ist ja logisch. Aber ich meine jetzt politischer Angriff. Also, und der wird doch von links die ganze Zeit gefahren. Da stimmst du mir doch hoffentlich zu. Also, von allen. Er wird halt nicht physisch gefahren, er wird anders gefahren. Nee, ist doch ganz klar. Ich sag, in der politischen Manege wird ja kein physischer Angriff gefahren. Aber an sich sind ja die ganze Zeit im Angriff. Ja.
Also das ist nicht leben und leben lassen. Ja. Eben, also ich sehe hier dieses Thema Freeze, das sehe ich so nicht, was die hier anspricht. Okay, machen wir weiter. Stellt ihr sich tot, geht ins Freeze. Und er tut ihr nichts, weil er kein Aasfresser ist. Ist er weg, steht sie auf, schüttelt sich und geht unversehrt weiter, ohne Trauma. Nach einer zu starken Anspannung brauchen unsere Muskeln eine Entspannung. Und das passiert beim Zittern. Anspannung, Entspannung. Anspannung, Entspannung. Wir Menschen wollen die Person, die zittert, immer beruhigen. Wollten wir das Zittern stoppen. Und das machen wir auch mit uns selber. Wir unterdrücken das Zittern. Und genau das ist das Problem, Leute. Denn genau dort entstehen die Traumata. Die Energie, die freigesetzt wurde, die bleibt im Körper und somit bleiben wir in ständiger Alarmbereitschaft. Wut hingegen wäre ein Mittel, damit könnten wir die Energie abschütteln. Aber wer möchte schon the angry black woman sein und noch mehr Ausschluss aus der Gesellschaft erfahren? Also unterdrücken wir auch die Wut, bis wir irgendwann psychisch erkranken oder uns das Leben nehmen. Dann doch lieber die bebende, wütende Naturgewalt sein und alles niederwalzen. Ja, Black Lives Matter Proteste. In der Natsche, oder was? Das war jetzt ja wirklich ein Aufruf zur Gewalt, wenn man so möchte, ne? Ah, vielleicht. Ja, ja. Lass es einfach raus, wenn das System dich unterdrückt. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Okay. Also, mich stört gerade auch dieser ganze Ton. Und also, ich mag auch dieses stilistische Mittel eigentlich nicht. Ich habe es schon mehrfach angesprochen, von diesem die vierte Wand reden. Das ist doch eigentlich so ausgelutscht. Ich meine, das war mal in den 90ern modern. Du kannst das einmal machen, weil es dann was Besonderes ist, ob das jetzt schon das fünfte Mal oder so. Irgendwie wirkt das ist für mich wieder dieses, ich vergleiche es immer so ein bisschen 11. Klasse, Leistungskurs Kunst. Der denkt sich dann was Tolles aus und dann malen die abstraktesten Bilder und schreiben dir dann ewig lange Texte dazu, was sie sich dabei gedacht haben. Und so ist es hier auch so ein bisschen dieses sehr Verkopfte. Ich meine, so eine Art zum Beispiel Monolog habe ich jetzt nicht in einer Netflix-Serie gesehen, in einer internationalen Produktion, weil es halt, also ich finde es ausgelutscht. Aber gut. Also ich sag mal, es kann gut sein, also im Sinne von, dass es gut ist, aber bis jetzt, nee. Wie du schon sagst, ist dieser Oberlehrer-Part die ganze Zeit. Ja. Okay, ich mach mal weiter. Ist das dein fucking Ernst? Du fucking White Devil! Nein, ich hör mich nicht! Gib mir einfach die Perücke, ey! Okay, was? Ich wollte nur helfen! Das Roller, was machst du hier eigentlich? Du kannst dich alles mit der Therapie behandeln! Was soll das für ein Film sein, ausgerechnet jetzt? Weil das mein verschissener Job ist! Also was willst du? Geh doch zurück nach Afrika! Hilf den Frauen nach Afrika! Nein! Ja! Paula! Paula! Hier! Das hab ich davon, von deinem scheiß Dreckswochenende! Also, immer willst du nur helfen! Also, erst in Vietnam, dann in Afrika! Dass hier wegkommst! Und du, was ist das denn für eine Solidaritätssister? Geh mich in Solidaritätssister! Also, ja, immer willst du nur helfen, erst in Vietnam, dann in Afrika. Ja, gut, dann stellen wir das halt ein, würde ich sagen. Also, ja. Keine Zahlung mehr an diese Länder. Finde ich. Ich hab gehört, das sind ein paar Milliarden. Okay. Wenn ich das richtig im Kopf habe aus dem Honigforum, ist es genau die Menge, die uns gerade fehlt für den Haushalt. Danke für die Empfehlung, CD. Ja. Oh, Miss Jenna! Das ist Leben, mein Schatz! Das ist keine Prozession! Ich soll dazwischen gehen, ja! Du bist verdammt transphob und queerfeindlich! Bin ich überhaupt nicht! Natürlich! Ich hab einen guten Freund, der ist wohl! Oh. Ich kann's jetzt ganz nicht ganz ernst nehmen. Och, warum geht denn jetzt die Asiatin hier so ab auf die Blonde? Also, ja, die haben doch irgendeine Vorgeschichte da. Ja, irgendwas stimmt. War da. Ja. Ja, irgendwie wirkt es für mich jetzt ein bisschen aufgesetzt. Ja. Was hab ich denn mit deinem Cannabis-Problem zu tun? Es wirkt halt wie so ein Hühnerhaufen gerade. Ja. Also, okay. Ja. Ja, geh doch weg! Das kannst du doch besonders! Sind 50 Jahre, aber es ist immer weg! Wenn es darauf ankommt!
Gut, das war Folge 3. Auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr. Danke nochmal an Light Yagami für die Empfehlung. Also, uiuiui, du merkst schon, ich hatte schon die Hoffnung verloren. Ja, ich bin ganz fertig jetzt. Also, weil ich bin auch so ein bisschen. ich war die ganze Zeit so, ach komm, den Punkt gibst du denen, das ZDF, vielleicht wollen die uns auch mal was Gutes, aber am Ende können sie doch nur links. Sie können doch nur links. Aber du, seitdem jetzt die Ossis auch zur Minderheitengruppe gehören, geht's mir gut. Ja, ich meine, jetzt haben wir Opferpunkte, ist eigentlich auch wieder ganz geil. Wann Reparation? Ja, ich meine, ja, wenn man das Solidarbeitrag und so. ja, aber das war tatsächlich, fand ich nicht so cool. Gut, ich merke schon, ich wirke da selber so humorlos, wie ich es auf der anderen Seite kritisiere wahrscheinlich. Aber ich fand es halt schade, die anderen kriegen ja so kämpferische, starke Positionen und unsere Vertretung, die uns vermeintlich darstellen soll, ist halt so durch den Kakao ziehen. Also, Ja, das hat jetzt, glaube ich, nichts mit humorlos zu tun. Man hat halt den Kontrast stark gemerkt. Dieses, du hast die schwarze Frau, die sagt, so ist es. Und dann hast du die weiße Ossi-Tante, die sagt, naja, also wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen Kritik üben dürfte, ich bin ja auch irgendwie so marginalisiert. Und hier, ne? Come on. Nee, es ist einfach eine ganz andere Ebene. Und ja, passt schon dann. Also, ja, danke für diesen... Für diese Empfehlung und Folge 4 incoming. Bis dahin. Ja.